Das ist sehr nett. Und das Game geht schon los. Oh. Das. Ruven macht direkt die Pressure. Oha. Die ganze Zeit die Downtills schon mit 70%. Damn. Damn. 80. Wow, das ging, das ging fix. Ruven macht einen Ground Air Dodge zum Boden, damit er den Kern noch ausweichen kann. Das ist Ruven Ledge-Trapping. Oh. Was ein schöner Jab. Ay, damn. Oh. Weißt du, er muss jetzt irgendwie das Comeback holen und Ruven. Oh. Ruven. Auf Stage. Super Armor durch die Can. Das war eine gute Abi. Das war eine richtig wichtige Abi. Ich glaube, Beister hat auch gerade irgendwie nochmal gerichtet, dass er eventuell jumpen wird. Deswegen hat er auch Upsmash gerade eben gemacht. Mhm. Ja. Er rollt nicht in den Upsmash, aber leider stirbt er trotzdem durch den Upsmash. Wenn der erste nicht klappt, immer einen zweiten machen. Ja. Down tilt. Schöne Pressure von Ruven wieder. Ja, seine Down tilts sind so schön spaced und das ist einfach richtig gut. Ja. Er kann halt auch einfach die ganze Zeit diesen Down-Tilt on-Shield machen und da kann er echt nichts machen. Ist er nicht sogar Plus on-Shield? Nein, Plus auf jeden Fall nicht, aber der ist, ich glaube, so minus 2 oder so. Also fast neutral. Oh, das war knapp. Ja, wenn einmal so ein F-Smash connected, dann ist halt der Stock gone. Egal auf welchen Prozenten. Ja, ist halt ein sehr guter vertikaler Recovery. Horizontal ist das andere. Will er den F-Smash, aber kriegt den nicht. Ja, das ist halt immer die Risk, wenn du so einen F-Smash machst und der macht einfach Roll. Kriegt Ruven jetzt vielleicht noch ein paar Prozente. Meine Fresse. Bevor er den Stock verliert. Oha, schön. Schöner Abwehr. Oh. Oh. Bisher kriegt Beißel die ganze Zeit die Hits und kriegt jetzt sogar die Abwehr schön. Und jetzt den Kill, ist wieder dead jetzt even. Jetzt ist richtig even. Ruven konnte leider gerade sein Lead nicht ausbauen. Oh, die Downer! Die Downer hätte es viel aber mehr wenden können. Hätte er absolut nicht reagiert. Oh, Beißel immer mit diesen F-Smashes. Das ist immer noch relativ even persons. Richtig gut. Das ist wirklich ein sehr, sehr evenes Set. Ich dachte, es würde eher, keine Ahnung, mit ein bisschen mehr zu Ruven ausgehen. Ja, also am Anfang des Games sah es auch stark danach aus, aber jetzt gerade, hört doch auf mit den Downtills. Ja, die Downtills bis. Ah, da kommen sie wieder. Da kommen die wieder. Oh, da. War das gut an dieser Abi ist halt, die hat halt super Armor, also er kann die in vielen Situationen machen, die andere Chars nicht können. Oh Mann. Und da muss Beißel halt einfach leben. Ja. Oh, Becker? Nee, trifft nicht. Trifft nicht, forward. Jetzt vielleicht eine schöne. Oh. Das Recovern ist von Duck Hunt halt das richtig. Das ist so scary gegen Chrom an der Ledge. Oh. Die Ken rettet ihn. Da kommt die Ken nochmal. Macht der Forward Throw. Oh, fast connected die Ken. Schöner Airdodge an. Oh, und killt das? Nee, killt noch nicht. Chrom sagt. Aber ja. Ich verstehe jetzt langsam, weswegen die Downbee so wichtig ist bei Duck Hunt. Die benutzt Beiße richtig, richtig gut. Oh, ich habe gerade schon die Baker gerochen, aber sie ist nicht rausgekommen. Da kommt die Abi. Oh. Jab. Beide sind da hier. Da kommt immer die leichten B-Pressure. Oh. Und. Ruven. Oh. Ja. Er hat halt Angst jetzt, ne? Das ist ja, ganz schlimm. Beide spielen patient als auch irgendwie aggressiv. Immer diese Can und die, so die chippt einen langsam weg. Ja, und das da kommt ist der Kill. Da kommt der Kill von Beißel. Ja, er hat am Ende halt. Ruven hat am Ende halt den Kill nicht mehr gefunden. Ja, aber der krasse Lead am Anfang war echt so, dass Ruven das sogar holen würde. Mhm. Ja, dachte ich auch. Also, aber er hat halt, nachdem er den Stock geholt hat, diesen Lead nicht weiter ausgebaut. Ja. Er hat ihn halt nicht getroffen, deswegen. Oh, wir gehen auf Town. Ja, ja, vielleicht. Chrom kann ihn dann natürlich off the side sehr viel früher killen. Ja. Chrom gegen Duck Hunt. Beide, es wird nicht geswitcht. Haben wir auch mitgerechnet. Ich würde jetzt aber behaupten, dass Duck Hunt hier halt auch besser campen kann, weil er halt natürlich mehr Platz hat. Ja, glaube ich auch.
Das Geile ist halt auch, er kann mit vielleicht irgendwelchen Side-Bean to Backer Confirms oder mit einfach nur Raw F-Smashes, wie er das gerne macht, ja, halt so früh Stocks holen. Und Rufen fängt er schön an mit den Juggles. Ja. Okay, da hat man gesehen, wie Bison versucht hat, mit der Neutral Beam, nur mit der Can halt, sich irgendwie noch zu helfen. Und jetzt bist du halt in einer scary Situation, weil auf Town and City einer Ledge zu sein gegen Chrom, das ist schon echt scary. Weil jeder Fehler halt, also jetzt Jab Baker, bin ich mir ziemlich sicher, dass es killen würde, tatsächlich. Ah, schade. Grab in die falsche Richtung. Down Tilt. Zum F-Tilt wird nichts. Und. Und jetzt halt. Die Back-Air. Ja, und die Back-Air. Oh. Und Rufen bleibt patient. Er rusht jetzt einfach nicht mehr rein. Er wartet halt einfach nur noch, bis Beißel irgendwas macht. Er wartet auf Fehler von Beißel. Nee, er wartet einfach, bis er wirklich approacht. Er muss halt. Oh, schöner Tag. Er wollte die Appi. Diesen Appi-Kill, aber Beißel hat einen sehr, sehr schönen Tag gemacht. Die Forward Airs hier am Start. Oh! Ich habe gerade schon den F-Smash gesehen. Schöner F-Smash. Ja, einfach wieder F-Smash. Schöner F-Smash sogar von Beißel. Und er hat den Jump gereadet. Das war schön. Da sind beide nur noch auf zwei Stocks. Oh mein Gott, der F-Smash-Read. Was? Der hat wehgetan. Alter, den habe ich gespielt. Das tat echt weh. Jetzt ist Rufen. Ja. Stark im Lead. Rufen will das natürlich auch komplett ausnutzen. Und macht haut ihn in die Can. Oh! Und? Oh. Einfach wieder Neutral Get Up F-Smash. Why not? Warum nicht, ja. Ich meine, wenn es hilft, Syntec cheert für Beißel. Beißel muss jetzt, wenn Beißel das Game noch holen will, muss er wirklich drauf aufpassen, keine richtig groben Fehler zu machen. Er muss einfach aufpassen, dass er gar keine Fehler mehr macht, weil jetzt killt jetzt wirklich alles. Ein Downtilt leadet in Tech Chase, Upair leadet in Juggles, einfach alles jetzt mega kritisch und die Backer. Ja. 1-1. Ui. Ja, man kann auch nicht immer perfekt spielen, die Backer an der Ledge ist halt. Ja. Ja, wirklich Chrom an der Ledge. Ich finde, Chrom hat so ein richtig gutes Ledge-Trapping. Vor allem, weil Jab halt noch unter der Ledge hittet. Und das dann einfach noch mehr Pressure ist. Ja. Justin, ich liebe dich. Hallo, Freddy. Moin, Freddy. Go, Hund, go, Ente. Ich würde sagen, der Chat ist tatsächlich für Beißel hier. Glaub ich sogar auch. Syntax, und Affenboy Mundatmer. Wir gehen auf Battlefield. Ich glaube, Beißel hat daraus gelernt, dass er lieber nicht auf Town gehen sollte gegen Chrom und so. Hm. Hallo Bu, wie geht's dir? Hallo Bu, ja. Und Bu ist auch für Beißel. Er schreibt Beißel in meine Bre. Oh, ich glaube, das sehen die on stream. Beißel hat sogar den Skin gewechselt. Oha, heißt es mit geschwitzt oder etwa nicht geschwitzt? Ich weiß nicht. Ich finde die Musikauswahl gerade ziemlich gut. Die Musik Game ist echt free. Nice. Damn. Wieder an der Ledge. Er wollte schon wieder F-Slash machen, aber ich weiß nicht. Das wurde weggeredet wie nichts anderes. Wie ein offenes Buch gelesen. Mhm. Da kam diesmal ein Jump. Grab den Downtilt. Der so Falling Upper auf Rufen macht immer sehr gerne Falling Upper, ne? Und gegen Duckhand trifft das manchmal ziemlich schwer, weil er halt so mega klein ist. Ja. Schöner F-Smash. Und jetzt die Can? Die Can, die macht was? Die macht keinen Stress. Schöne Nair. Gut getimed. Und die Can. Beißel lässt hier die Pressure nicht los. Von der Ledge. F-Smash trifft nicht. Die Can wird wieder zurückgeschossen. Die wird auf Beißel reversed. Und jetzt diese Situation. Einfach komplett reversed. Beide wieder neutral. Beide wieder relativ even. Shieldet den Up-Smash patiently. Oh mein Gott. Ich glaube, die Can hat ihn einfach gerade gesaved, glaube ich. Und schon wieder. Wieder. Was ist das denn? Hä? Wenn das jetzt nochmal passiert, dann lache ich. Ja, da okay, kommt die Backer. Da war keine Can mehr. Das war die Backer zum Kill und zum Lead für Rowan. Oh.
Wieder an der Ledge. Down schöner Spot-Dodge. Ruven weiß halt, dass Bison immer für die Grabs guckt. Ja, wenn das halt für Kills ist, ne, immer schön. Schön. Er lässt ihn auch nicht mehr auf, die Stage. Das könnte, schöner Tag und jetzt... Es geht halt immer weiter. Bison hat kriegt aber jetzt den Kill. Mit einem Down-Tilt sogar. Ich wollte gerade schon sagen, Ruven hat nicht mehr aufgehört, ihn zu pressuren, aber dann kriegt er noch den Kill. Schöner Approach, Dash-Grab, aber verfehlt. Turnaround-Grab. Und der F-Tail killt aber noch nicht. Ah, die... Ich find's strong... Die näher? Ich find's strong, wie Beißel die Neutral B zum Pressuren benutzt. Ja, auf jeden Fall. Also er benutzt Neutral B ja wirklich für alles eigentlich. Und ja, das macht er eigentlich alles ganz gut. Das, die Downer hittet nicht. Er schlägt die Cam wieder zurück. Ruven macht die, schlägt die Cam die ganze Zeit mit der Backhead zurück oder ähnlichem. Das ist halt auch so gut. Damit, ja, sonst wäre halt dick im Nachteil. Schöne Backhead, aber die Cam saved ihn mal wieder. Und er benutzt wieder damit, er benutzt wieder die Cam, damit auch die Stage kommt. Backhead und... Schöne Backhead. Ja, wieder der Lead für Ruven. Ich denke, Ruven hat langsam den Dreh raus. Vermute ich auch. Aber Ruven kann halt auch die ganze Zeit pressuren auf Beißel. Er macht Down-Tilt, F-Tilt. Er kann einfach alles machen und oh. Beißel hat halt Probleme damit zu dehnen, weil Duck Hunt halt nicht die Options wirklich dafür hat, ne? Vor allem so Out of Shield. Er hat vielleicht näher so oder fort der, aber ich denke nicht, dass das so gut ist. Oh, der er misst den Up-Smash, parried aber nochmal. Down-Air. Down. Oh, schön, oh. Schön. Schön wieder von der Down-Air schön converted. Und Beißel muss jetzt mal langsam den Kill finden, sonst sieht das, sonst sieht das ganz sehr, sehr schlecht aus und dann hätte Ruven sogar den Win. Hm. Ah, da kommt die Downbeat trifft. Downbeat sogar so, ich dachte wir sie kennen. Okay, und da kommt er geht Forward, ganz ja. Deep offstage für die Forward, ja. Und das ist das 2-1 für Ruven. Damn.